Die Top 6 globalen Risiken sind 5 ökologisch und das 6. Massenvernichtungswaffen. Dann ist doch einfach die Zeit vorbei, wo man darüber reden muss, ob jetzt Ökologie was kosten darf. Elektronik umgibt uns in allen Lebensbereichen. Aber ist sie auch fair und nachhaltig? Um das einschätzen zu können, muss der gesamte Lebenszyklus eines Elektronikproduktes betrachtet werden. Er fängt beim Bergen der Rohstoffe an. Diese werden weiterverarbeitet und zum Beispiel zu einem Smartphone produziert. Wir nutzen das Smartphone und anschließend landet es in einer Schublade, wird wiederverwendet oder landet im Müll. Im besten Fall werden alle Rohstoffe aus dem Smartphone recycelt und der Lebenszyklus des Smartphones wird tatsächlich zu einem Zyklus, also einem Kreis. Wie fair und nachhaltig ist Elektronik? In diesem Video der Bergbau. Wenn wir diese Kipppunkte erreichen, wo das Klima kippt, wo die Biodiversität kippt, wo die Ozeane kippen, dann haben wir komplett veränderte Lebensgrundlagen für die Menschheit, für die nächsten Generationen. Moin Leute, das war bei der Pressekonferenz 2019, wo sich 12.000 Wissenschaftlerinnen hinter Fridays for Future gestellt haben. In dem folgenden Video geht es um die ökologischen Probleme und Folgen des Bergbaus. Bevor ich anfange, schaut euch unbedingt mein vorheriges Video an, auf dem das hier aufbaut. Da gucke ich nämlich, welche Rohstoffe überhaupt in Elektronikprodukten drin sind und dass wir überhaupt zu viele Primärrohstoffe bereits jetzt verwenden und der Bedarf in Zukunft auch noch explodieren wird. Bevor trotz des Titels hier jemand ein Hollywood-Ende vermutet, es gibt keinen nachhaltigen Bergbau. Bergbau ist immer ein massiver Eingriff in die Natur. Der Abbau beansprucht Land, beansprucht Gewässer, braucht Energie und verursacht Emissionen. Das kann man verringern, aber das kann man nicht verhindern. Um an das Gestein zu kommen, muss die Vegetation und der Wald zurückgedrängt werden und der Mutterboden entfernt werden. So wird der Bereich langfristig oder halt auch dauerhaft unbrauchbar für die Landwirtschaft und anfällig für Erosion durch Wind oder durch Wasser. Die Förderung und das Zerkleinern und Zermahlen der Gesteine sowie die Verarbeitung der 7 meistgenutzten Metalle machen immerhin 7% des weltweiten Treibhausgasausstoß aus. Denn dafür braucht es einfach eine Menge Energie und die wird häufig aus Kohle gewonnen. Auf den Philippinen spricht die lokale Bevölkerung von der Unholy Trinity. Und zwar, weil sie, um das Gold und Kupfer aus dem Berg zu holen, Kohle aus dem Berg holen, um die dann in einem Kohlekraftwerk zu verbrennen, was halt ordentlich CO2 in die Atmosphäre pustet. Neben CO2 wird zum Beispiel bei Kupfer giftiges Schwefeldioxid produziert. In Chile hat diesen Juni, also 2022, die Regionalregierung den Notstand ausgerufen, weil die Luft so extrem verschmutzt war, dass ältere Menschen und Kinder in den Städten Vergiftungserscheinungen hatten. 3 der 10 weltweit schlimmsten verschmutzten Orte wurden durch Bergbau und/oder die Verarbeitung kontaminiert. Im nächsten Schritt wird das zermahlene Gestein mit Wasser versetzt, um die Erze zu gewinnen. Und dazu braucht es richtig viel Wasser. Leider finden 70% der Bergbauaktivitäten der 6 größten Betreiberunternehmen der Welt in Ländern mit Wasserknappheit statt. Chile ist eins dieser Länder und hat schon seit Jahren begonnen, Meerwasser zu entsalzen. Mittlerweile bezieht es 1/3 des verbrauchten Wassers aus dem Meer. Und in 10 Jahren sollen es schon 2/3 sein. Um da mal ein Beispiel für die Dimension zu bekommen, in Chile wurde 2018 die größte Entsalzungsanlage genehmigt, die 1000 Liter pro Sekunde entsalzt. Dafür ist eine 100 Megawatt Photovoltaikanlage notwendig, die auf 200 Hektar gebaut wird. Das heißt, man braucht wieder Rohstoffe und Energie, um das Wasser zu entsalzen und auf 3000 Meter Höhe zu befördern, um dann halt Rohstoffe aus dem Berg zu holen. Anteilig macht der Wasserverbrauch der Bergbauminen in Chile nur etwa 6% aus. Das Ding ist nur, dass das Wasser dem Kreislauf nicht zurückgeführt wird, sondern als giftige Schlacke zurückbleibt. Und da sind wir schon beim ökologischen Hauptproblem des Bergbaus, nämlich dem Abwasser. Das frische Wasser wird mit toxischen Substanzen wie Cyanid oder Quecksilber angereichert, um die Erze zu gewinnen. Hier ein kleiner Abstecher zum Kleinbergbau. Alleine für Gold ist der nämlich zu 30% für die weltweiten Quecksilberemissionen verantwortlich. Dort ist es eine einfache Methode, in dem Wasserschlammgemisch das Gold mit Hilfe von Quecksilber zu binden. Wobei sich das Insta-Video vor allem mit den Menschen vor Ort beschäftigt. Ich habe das unten verlinkt. Das Problem ist, dass das Quecksilber dann in die Atmosphäre und die Flüsse geht und sich in organischer Form in die Wassernahrungskette anreichert. Die US-amerikanische Lebensmittelbehörde sagt, dass etwa ein 1/2 Dutzend Fischarten so stark mit Quecksilber kontaminiert sind, dass sie nicht mehr zum Verzehr geeignet sind. Zurück zu den Abwässern beim Großbergbau. Die Verschmutzung des Wassers passiert nämlich schon von ganz allein und die nennt sich Acid Mine Drainage. Wenn man Gestein ausgräbt, was lange Zeit vergraben war, reagiert es mit Luft oder mit Feuchtigkeit zu Säuren. Und die Säuren wiederum lösen Schwefelsäuren oder Arsen oder andere giftige Substanzen aus den Gesteinen raus. Diese ganze Schlacke aus Wasser, Gestein, Säuren und giftige Substanzen soll natürlich nicht in die Natur und wird in großen Abraumbecken gelagert. Und diese müssen natürlich gewartet und gepflegt werden.
Und das lange. Also sehr lange. Also wenn man sich die Zahlen gleich dazu anguckt, dann könnte man eher sagen, dass die Abraumhalden darauf warten, von der Natur zurückgenommen zu werden. Und das ist ein Problem, denn das Versagen von Abraumhalden ist eins der verheerendsten Umweltkatastrophen überhaupt. Und werden dabei nicht wenige. Eine Ursache dafür ist zum Beispiel Starkregen, der mit dem Klimawandel häufiger und stärker auftritt. Seit 1915 sind es über 360 gemeldete Dammbrüche, natürlich mit einer Dunkelziffer. Das sind 1,2% aller Dämme, was 100-mal mehr ist, wenn man es mit Wasserrückhaltedämmen vergleicht. Deshalb und wegen AMD haben Länder wie Australien mit 50.000 verlassenen Minen schon länger Renaturierungsmaßnahmen eingeleitet. Kommen damit aber nur mäßig voran. Wen das Thema interessiert, der empfehle ich unbedingt ein Feature vom SWR zu einem Dammbruch 2019 erst in Brasilien, bei dem 260 Menschen ums Leben gekommen sind und die Umwelt wirklich nachhaltig kontaminiert wurde. Der Damm war vom deutschen TÜV geprüft. Die ökologischen Probleme sind für sich schon allein sehr unschön. In der Zukunft brauchen wir aber leider noch viel, viel mehr Rohstoffe. In Zukunft, dass die reichen Vorkommen mehr und mehr erschöpft sind. Wenn der Erzgehalt sinkt, brauchen wir von allem mehr. Wir brauchen mehr Fläche, mehr Frischwasser, mehr Energie, mehr Abwasser, mehr Abraumhalden, mehr giftige Substanzen. Ja, und zu guter Letzt kommt auch noch der Biodiversitätsaspekt hinzu. Ein Großteil der Rohstoffe wird ja für erneuerbare Energien benötigt. Und gerade dieser wird häufiger in Naturschutzgebieten und verbleibender Wildnis geborgen. Wie zum Beispiel in der größten Bauxitmine Guineas. 20 Kilometer vom einen Ende bis zum anderen. Ja, in einer der artenreichsten und gleichzeitig bedrohtesten Gegenden, also was die Tierarten angeht, der Welt. Der Verlust der Tierarten ist, wie ich finde, immer schwer in Bildern zu fassen. In und um Guinea herum ist von dem ursprünglichen Tropenwald nur noch ein Flickenteppich von etwa 10% der ursprünglichen Größe über. Man kann sich auch gut die Wildtierbestände angucken. In Gesamtafrika sind es in Bezug auf 1970 65% weniger und in Lateinamerika und der Karibik sogar 94% weniger Wildtierbestände. Und eigentlich ist das Massentiersterben auch schon seit 30 Jahren Thema der UN, aber immer noch brandaktuell. Beziehungsweise kritisch, sogar so kritisch, dass die Probleme durch die Artenvielfalt diejenigen übertreffen könnten, die durch die Klimakrise abgewendet werden. Wo die Biodiversität kippt. Die ökologischen Herausforderungen im Bergbau sind groß. Gleichzeitig gibt es aber auch viel Bewegung. Natürlich gibt es wichtige Vereinsarbeit zum Thema der global gerechten Rohstoffgewinnung. Aber auch auf Regierungsseite tut sich etwas. In NRW gibt es zum Beispiel die Energieeffizienzagentur. Auf nationaler Ebene neben der konservativen DERA und dem VDI einige Richtungsweiser. Und spätestens seit dem Green Deal von 2019 wird auf EU-Ebene versucht, Ökologie und Rohstoffe zusammenzudenken. Auf globaler Ebene gibt es viele wichtige Initiativen, wie zum Beispiel das ICMM oder EITI und wirtschaftliche Interessensgruppen, die sich zu bestimmten Rohstoffen zusammenfinden. Unterm Strich gibt es auf jeden Fall genügend Bemühungen, aber eine entsprechende Implementierung auf politischer Ebene ist noch nicht so weit. Es muss mehr gemacht werden, als jetzt passiert. Also, bildet euch, bildet andere und bildet Banden. Bis zum nächsten Mal.